Zu Beginn, wenn Sie mögen, können Sie mal kurz die Augen schließen und kurz zurückdenken, was Sie alles so mit 16 Jahren gemacht haben. Ich denke, die wenigsten von Ihnen werden auf so einer Konferenz gesprochen haben. Ich auf jeden Fall nicht. Unsere erste Rednerin, die ist aber 16 Jahre alt, ist heute Abend hier, studiert schon mit 16 im dritten Semester Anglistik an der LMU München und ist schon Sprecherin einer Bewegung bei Fridays for Future in München. Sie sagt so Sätze wie: Das Problem ist heute nicht mehr, dass Menschen an genug Informationen kommen, sondern dass sie an die falschen kommen. Und weiter: Es kann eigentlich nicht sein, dass 16-Jährige einen Vortrag halten müssen, was beim Thema Klimaschutz in Deutschland schiefläuft. Genau das wird sie heute Abend aber tun. Wir freuen uns auf Sie und auf Ihren Blick in die Zukunft in Zeiten von Klimakrise, ökologischen Problemen und auch der ersten Ampel auf Bundesebene. Ich bitte um einen herzlichen, warmen Applaus für Emily Binding. Danke sehr. Mein Name ist Emily Zaira Binding und ich werde die nächsten 10 Minuten dazu nutzen, die Zukunftsfähigkeit des Koalitionsvertrages in Bezug auf die Klimakrise in 10 Punkten zu beurteilen. Erstens, an sich könnten wir ihn direkt so, wie er ist, in die Tonne hauen und das würde auch keinem wehtun. Zweitens, okay, das ist vielleicht ein bisschen fies gesagt, dieser Koalitionsvertrag ist definitiv eine Ambitionssteigerung zur GroKo. Aber, und das ist wichtig, wenn er genauso umgesetzt wird, wie unsere Regierung es sich verpflichtet hat zu tun, dann werden wir uns 2025 weiter von der Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze entfernt haben. Und diese 1,5 Grad sind nicht nur irgendeine abstrakte, utopische Zahl. Nein, sie sind die einzige Überlebenschance, die meine Generation so hat. Konkreter ausgedrückt: Nach dieser Legislaturperiode wird das 1,5-Grad-Ziel schwerer zu erreichen sein als jetzt. Und das ist faktisch ein Todesurteil für die Menschheit. Der Koalitionsvertrag ist nicht 1,5-Grad-kompatibel. Drittens, das Klimaschutzgesetz. Die 2030-Ziele im Klimaschutzgesetz, KSG, sollen nicht erhöht werden. Und auch das Ziel, 2045 klimaneutral zu sein, wird nicht verändert. Das ist ziemlich lächerlich. Es gibt natürlich auch kein Budget. Diese Ziele erfüllen 1,5 Grad auch wieder nicht. In der Pressekonferenz hat Herr Habeck dazu dann nur gesagt, dass man die Ziele aber übererfüllen wolle. Das ist aber, wie wir im Folgenden sehen werden, eher unplausibel. Trotzdem soll das Klimaschutzgesetz novelliert werden. Es wird aber nicht gesagt, wie genau. Zu allem soll es einen Klimacheck für alle neuen Gesetze geben. Das ist bei guter Umsetzung ein sehr wichtiger Schritt. Andererseits wird nicht klar ausgeschlossen, dass die jährlichen Sektorenziele abgeschafft werden. Die sind zwar umstritten, aber ich persönlich halte sie für wichtig. Nicht notwendigerweise inhaltlich, sondern damit auch die schwierigeren Sektoren wie Verkehr und Bauen rechtzeitig anfangen, sich zu engagieren. Dieses Jahr soll dann auch außerdem noch ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorgelegt werden. Das wird dann der konkrete Beweis dafür sein, wie ernst es der neuen Bundesregierung wirklich ist. Viertens, der CO2-Preis. Nun, der CO2-Preis soll nicht angehoben werden und das ist meines Erachtens nach der größte Verrat. Ohne höheren CO2-Preis bleibt ein Ungewicht im Markt zugunsten der fossilen Marktmacht. Mit dieser Kritik bin ich übrigens nicht alleine, das ist nicht nur die Meinung einer 16-Jährigen, es handelt sich dabei um den wissenschaftlichen Konsens. Außerdem soll es ein Klimageld geben, was im Wahlkampf noch Energiegehalt hieß. Im Grunde ist das also der gleiche Kurs wie die GroKo, sozialer Ausgleich über Stromkosten. Je höher der CO2-Preis, desto weniger funktioniert das, aber deswegen haben sie den ja auch so niedrig gelassen. Jeha, eine rosige Zukunft, was? Fünftens, der Kohleausstieg. Was ihr alle mitbekommen haben dürftet, ist, dass der Kohleausstieg idealerweise schon 2030 gelingen soll. Da hat sich die Presse ja ziemlich draufgestürzt, aber so schlimm finde ich das persönlich gar nicht. Denn die Maßnahmen sind ja viel interessanter. Zu allem soll es in der europäischen... Oh, Verzeihung, ganz kurz einen Moment. Jetzt bin ich verrutscht. Zum einen soll es in den europäischen Emissionshandel, ETS, ein nationaler Mindestpreis von 60 Euro pro Tonne CO2 eingeführt werden. Zum Vergleich, gerade sind die Marktpreise bei 70 Euro pro Tonne und die effizientesten Kohlekraftwerke haben CO2-Vermeidungskosten von ca. 30 Euro pro Tonne. Kohle ist also unrentabel und es wird das auch bleiben, außer es tritt etwas ein, was zu erklären hier viel zu weit führen würde, Stichwort Gaspreise.
Außerdem soll die Überprüfung im Kohleausstiegsgesetz vorgezogen werden. Zur Erinnerung, im Gesetz steht drin, dass der Ausstiegsplan 2026, 2029 und 2032 überprüft werden soll und eventuell beschleunigt. Die erste Überprüfung soll jetzt schon 2022 stattfinden. Hier wäre also die Chance, 2030 festzuzurren. Lützerath ist noch in Gefahr, die anderen 5 Dörfer wurden gerettet. Der Kohleausstieg ist insgesamt allerdings eher positiv zu bewerten. 6. Ausbau der erneuerbaren Energien. Das Ziel, in den Bruttostrombedarf bis 2030 zu 80% aus EEs, also erneuerbaren Energien, zu decken. Für ein Zielpfad 2045 ist das relativ gut, aber der Zielpfad ist ja, wie bereits erwähnt, nicht 1,5 Grad kompatibel. Trotzdem ist es grundsätzlich gut. Und dann ist das selbstgesteckte Ziel zu erreichen, müssten laut Aurora Energy Research 98 bis 124 Gigawatt zugebaut werden und das bis 2030. Positiv ist auch, dass die Bürgerenergie bestärkt werden soll, wenn das auch etwas unkonkret ist bisher, und Kommunen stärker finanziell beteiligt werden. Trotzdem sollen weiterhin bis 2026 Ölheizungen eingebaut werden und für Gasheizungen ist erneuerbar sogar noch bis 2030 zulässig. Das ist so phänomenal spät. Heizungssysteme haben Lebensdauern von 30 bis 40 Jahren. Man muss echt kein Genie sein, um zu verstehen, dass das zeitlich alles nicht so richtig hinhaut. Insgesamt macht mir der Wärmeteil richtig Sorgen. Es läuft ja wohl darauf hinaus, dass der Sektor jedes Jahr seine Ziele reißt und das Ministerium dann versucht, das Problem dadurch zu lösen, dass es Geld darauf wirft. Ist kurzfristig halt die einzige Methode. Jetzt zu einem immer wichtiger werdenden Thema, gerade mit der angespannten Lage in Russland und den Preisentwicklungen der letzten Monate. Gas. Im Vertrag steht, Erdgas sei für eine Übergangszeit unverzichtbar. Das macht nicht besonders viel Hoffnung. Neue Gaskraftwerke sollen H2-ready sein und es soll keine neuen Bohrungen in Nord- und Ostsee geben, was beides gut ist. Nord Stream 2 wird nicht erwähnt. Das bedeutet vormerklich, dass es beim alten Kurs bleibt, was nicht gut ist. Denn nein, es gibt zum Beispiel laut der EEW keine energiewirtschaftliche Notwendigkeit. Auch hier habe ich Sorge. Es steht nicht viel drin, aber was drin steht, erkennt Gas eher als Brückentechnologie an, als dass man das als fossile Energie benennt und zurückweist. Das Ganze könnte jetzt sehr interessant werden, wenn Deutschland sich entschließen sollte, die neue EU-Taxonomie zu beklagen. 7. Verkehr. Mein persönlich größter Oh-Fuck-Moment war ja, als einem FDPler das Verkehrsministerium vergeben wurde. Dabei die plakativen Sachen zuerst. Kein Tempolimit. Das ist zwar nicht super wichtig, aber ein Indikator für politischen Willen und der scheint zu fehlen. Außerdem hängt man sich, was den Zulassungsstopp von Verbrennern angeht, an die EU-Kommission und geht mit 2035. Was obviously viel zu spät ist und vor allem auch unnötig spät. Wie eigentlich immer. Ging früher. Zum ÖPNV gibt es auch nur Ziele, aber kaum Maßnahmen. Zum Beispiel, dass man ihn qualitativ besser gestalten solle. Agora vermisst zudem zum Beispiel eine Reform der Kfz-Steuer und eine Bonus-Malus-Regel beim Autokauf. Eine positive Kleinigkeit noch? Priorität soll dem Erhalt von Ausbau des Straßennetzes gelten. Zu wenig, aber trotzdem Bewegung. 8. Wasserstoffziele. Die Wasserstoffziele wurden verdoppelt, was an sich erstmal unproblematisch ist. In Kombination mit der Forderung, dass der Ökostrom primär aus Deutschland kommen soll, könnte es dann allerdings doch noch schwierig werden mit den vorher genannten Zielen für erneuerbare Energien. Der Vertrag enthält nämlich eine kleine Formulierung, die sich kaum anders interpretieren lässt, als dass auch blauer und türkiser Wasserstoff zum Einsatz kommen soll. Also Wasserstoff, bei dessen Herstellung Erdgas bzw. Methan verwendet werden soll. Also die absolute Antithese von klimaneutral. Und vor allem ist blauer und türkiser Wasserstoff nicht nötig, wie ein Gutachten von SRU das zeigte. Der Bedarf könnte auch nur mit grünem Wasserstoff gedeckt werden. 9. Internationales. Die internationale Klimafinanzierung soll erhöht werden, es steht aber keine konkrete Zahl drin. Es ist aber davon auszugehen, dass es zu wenig sein wird. Die alte Bundesregierung wollte auf 8 Milliarden Euro erhöhen, die Grünen sind da doch etwas konservativ. Wir haben als Impuls mal 14 Milliarden gefordert, aber wirklich nötig wird wohl noch viel mehr sein. Auch eine Entschuldung des globalen Südens wird von progressiven Ökonomen gefordert, aber von sowas scheint die Ampel ja meilenweit entfernt zu sein. Das Lieferkettengesetz soll auch nicht wirklich nachgebessert werden, was eigentlich ein Skandal ist, aber halt keine Öffentlichkeit hat. Die wichtigen Punkte hier wären die höhere Transparenz und vor allem Berichtspflichten für Unternehmen. Das hat die FDP verhindert. Aus dem Energiechartervertrag ECT wollen sie auch noch nicht austreten. Da will ich nicht komplett draufhauen, denn die Kommission versucht gerade eine Reform da rein zu verhandeln, aber etwas klarere Wörter hätte ich mir schon gewünscht. Das ist eine wirklich unterschätzte Thematik. Herr Scholz hat aber sein Lieblingsprojekt durchgebracht, nämlich die Gründung eines Klimaclubs. Das ist nicht wirklich überraschend und auch wenig kontrovers. Ob das nun was bringt, werden die nächsten Jahre mit den Wahlen in den USA dann zeigen. 10. Deswegen habe ich trotzdem Hoffnung. Wir sind hier und wir sind viele und wir werden mehr.
Wir sind eine Generation, die verraten wurde. Wir sind eine Generation, die Gerechtigkeit bekommen wird. Und wir sind hier. Und ihr hört zu. Natürlich hat euch jetzt gerade viel Wut getroffen. Denn ja, vielleicht bin ich dann doch auch ein bisschen wütend und hätte ich nicht auch jedes Recht. Aber wie sehr ihr euch meine Angst an euch, wie sehr ihr eure, meine Angst an euch heranlassen wollt, müsst ihr dann selber wissen. Ihr wisst ja selbst, auf welcher Seite der Geschichte ihr steht. Vielen Dank. Emily Binding. Ja, vielen Dank, Emily Binding. Du hast uns gezeigt, wie viel Inhalt man in 10 Minuten reinkriegen kann. Also das war eine ganz schöne Menge, 10 Punkte da unterzubringen, das ist ordentlich. Du hast den CO2-Preis angesprochen. Aktuell liegt er bei 30 Euro pro Tonne, wenn ich richtig informiert bin. Und da wird der Strom teurer, da wird das Benzin teurer. Es gibt Leute, die sind dermaßen sauer, dass sie jetzt so teuer tanken müssen und sagen, Klimaschutz schön und gut, aber wie soll ich gut sein, wenn alles so teuer ist? Frei nach Bertolt Brecht, ne? Also wie überzeugst du solche Menschen, die sagen, Klimaschutz darf nicht zu teuer sein? Klimagerechtigkeit ist ein Begriff, der sich natürlich zusammensetzt aus Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist und auf den wir achten müssen, wenn wir nach Klimaschutz fordern. Wir dürfen nicht in eine Gesellschaft kommen, in der, wie es im Moment ist, der Biomarkt nur für die Überprivilegierten und Reichen ist. Wir müssen in eine Welt kommen und in eine Gesellschaft gelangen, in der Klimagerechtigkeit finanzierbar ist. Und das ist eine Aufgabe, die ich vor allem bei der neuen Bundesregierung sehe, die sehe ich aber auch bei jedem Einzelnen von uns. Es geht da um Zivilcourage, es geht um Engagement und ich glaube, da sind wir an sich eigentlich auf einem ganz guten Weg. Ich möchte Sie natürlich auch ermutigen, wenn Sie eine Frage haben, können Sie die natürlich jederzeit gerne stellen. Einfach hier rechts oder hier links von mir aus gesehen an die Mikrofone treten. Ich hätte auch noch eine Frage an dich, Emily. Und zwar, du hast jetzt viele Punkte genannt, die dir nicht passen, aber was wäre denn eine Sache, die die neue Ampelregierung in den nächsten 3 Jahren Amtszeit auf jeden Fall noch schaffen müsste? Was sie auf jeden Fall, was mein Hauptpunkt ist und was ich jetzt auch, glaube ich, gerade in meiner Rede versucht habe, klarzustellen, was mir sehr fehlt, ist wirklich die Verpflichtung, sich an 1,5 Grad zu halten. Das ist nicht irgendein Witz von uns, das ist nicht was, was wir uns mal ausgedacht haben, weil wir finden, das hört sich ganz gut an. Das ist wirklich unsere Überlebenschance. Wir hängen da dran. Wir sind die erste Generation, die eine schlechtere Lebensqualität haben wird als ihre vorherige. Und das ist das absolute Minimum an Lebensqualität, das wir brauchen, das wir uns wünschen, das für uns notwendig ist. Und 1,5 Grad wäre etwas, was umzusetzen ist. Es gibt genug Szenarien, die durchgerechnet werden wurden. Da muss die Bundesregierung nicht irgendwas erfinden. Da gibt es genug. Und sich an diese Maßstäbe zu halten, ist natürlich schwierig. Das ist eine Herausforderung, aber es ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Im Koalition, hier ist eine Frage. Gerne ans Mikrofon treten, wenn möglich. Ja? Genau. Dann hören wir die Frage auch. Und da hinten ist auch eine Frage. Dann vielleicht darüber gehen. Genau. Ach, das ist natürlich jetzt, geht das? Sonst kann ich die Frage auch gerne nochmal aufgreifen. Ja. Ist es an? Ja, ist an. Mein Name ist Günter Fieger-Gritter. Es hat mir natürlich wahnsinnig gut gefallen, was Sie gesagt haben, Evelyn. Ich war jetzt eigentlich an jeder eurer Demos dabei. Und ich glaube, so wie du es dargestellt hast oder Sie, wie Sie es dargestellt haben, werden wir diese Ziele nur erreichen mit eurer Hilfe. Also wir, das heißt, unsere Generation, also ich gehöre zu der Generation zwischen 70 und 80, unsere Generation und wahrscheinlich auch die nach uns kommen, wir brauchen euch junge Leute. Wir brauchen euch, wir brauchen euren Drive. Und deswegen, und ich habe ein bisschen mitgeschrieben, diese 10 Ziele oder diese 10 Punkte, die du angesprochen hast. Vieles ist eigentlich vollkommen klar. Wir haben diesmal eigentlich, das kann ich vielleicht für mich und für viele in dem Saal sagen, wir hatten große Hoffnungen gesetzt in die Grünen. Wir sind enttäuscht worden, muss ich subjektiv sagen. Du hast es genannt. Zum Beispiel das Verkehrsministerium, das war die erste riesengroße Enttäuschung. Und deswegen,
Deswegen müssen wir mit euch weitermachen. Und ich hoffe, ihr macht in diesem Jahr einige dieser großen Demos, weil das waren immer wahnsinnig tolle, mutmachende Ereignisse, Zusammenkünfte, jung und alt. Bitte weiter. Danke. Okay, danke für das Statement. Keine unmittelbare Frage, aber auch gut. Auch solche Statements sind natürlich erlaubt. Also hier die nächste Frage. Ja, mein Name ist Josef Raab, ich bin von der IPPNW. Und liebe Emily, vielen Dank für diesen feurigen Einstieg heute in den Abend. Und du hast diese Verkehrsministerium erwähnt mit der Mangel an Verkehrsbeschränkung, an Geschwindigkeitsbeschränkung auf den Autobahnen, die sozusagen ohne jede Investition umzusetzen wäre. Die kostet überhaupt kein Geld. Und ich selber bin der Überzeugung, dass die ganze Klimadiskussion ohne den Gedanken an eine Suffizienz, also an eine, dass wir nicht mehr einfach so viel verbrauchen dürfen, wie wir bisher verbraucht haben, das ist meine persönliche Überzeugung. Wir können nicht nur mit neuen Technologien die Klimakrise bewältigen, sondern müssen auch mit, im Grunde genommen mit weniger Verbrauch bewältigen. Jetzt frage ich dich als Vertreterin der jungen Generation. Es betrifft ja euer Leben, also meins. Ich habe mein Leben gelebt irgendwie und lebe noch ein paar Jahre vielleicht. Aber ihr habt euer Leben vor euch und wollt ihr oder könnt ihr euch vorstellen, auch mit weniger Konsum, mit nicht mehr so einem luxuriösem Leben, wie wir das jetzt sozusagen vielleicht weitergeben an euch, an eure Generation. Könnt ihr euch das vorstellen oder bist du da eine Ausnahme und die meisten denken, eigentlich muss das Leben so weitergehen, ich muss dreimal im Jahr in Urlaub fahren können und, und. Also da würde mich mal eine Antwort aus eurer Generation interessieren. Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Frage. Vielen Dank Ihnen dafür. Ich möchte nicht für eine Generation sprechen. Ich kann für mich sprechen, ich kann vielleicht für meine Umgebung sprechen. Und ich wäre sehr vorsichtig mit Privatkonsumkritik. Ich denke nicht, dass die Verantwortung auf Einzelpersonen, auf Individuen liegen sollte. Die muss auf der Politik liegen, die muss in den Industrien liegen. Wir können nicht davon ausgehen, dass einzelne Personen unsere Zukunft retten. Und wir können natürlich, muss jeder Mensch seinen Anteil bringen. Ich wäre aber auch hier sehr vorsichtig zu sagen oder zu implizieren, dass in gewisser Weise die Generation, meine Generation, wir sind in einem unglaublichen Privileg aufgewachsen, keine Frage. Aber wir verzichten viel und wir werden auch viel verzichten und wir werden vor allem viel verzichten müssen und das ist gar keine Frage. Das ist nichts, was wir uns aussuchen müssen oder dürfen. Das ist, wird auch nicht daran liegen, dass wir weniger Luxus haben, sondern es wird daran liegen, dass unsere Straßen, unsere Städte zu voll sind. Es wird daran liegen, dass wir einen Planeten haben, der untergeht. Und das ist ein Luxus, den ich nicht als Luxus bezeichnen wollen würde. Und auch wird es nicht so sein, dass alle Menschen von dem Klimawandel, von der Klimakrise gleich betroffen sind. Es wird Menschen geben, denen wird es nichts ausmachen. Man spricht hier da von der Klima-Apartheid, was ich einen sehr interessanten Begriff finde in dem Kontext. Es wird Menschen geben, denen wird es gut gehen nach der Klimakrise und es wird Menschen geben, denen wird es nicht gut gehen und das ist die allergrößte Mehrheit. Und das ist die große Ungerechtigkeit an der Geschichte. Und es gibt da einen Spruch, den ich sehr, sehr schön finde in dem Zusammenhang und es ist nämlich im selben Sturm, aber nicht im selben Boot. Es wird Menschen geben, die leben auf der Yacht und es wird Menschen geben, die sind im Schlauchboot. Und das ist, glaube ich, das eigentlich Elementare, wie man diese große Ungerechtigkeit vereinen kann, wie man diese Schere schließen kann. Und das wird, glaube ich, die große Frage meiner Generation sein, nicht ob wir darauf verzichten, zu fliegen. Okay. Vielen Dank für die Frage. Hier ist, glaube ich, noch eine Meldung und eine Frage. Bitte schön. Also. Ja, ich bin Svenja von Campus Grün in Hamburg, viel aktiv. Und also ich finde die Frage, wie erklären wir uns eigentlich, dass wieder besseren Wissen der Status quo aufrechterhalten wird, die finde ich richtig. Mich ärgert allerdings daran, dieses sehr verbreitende, ich sag mal, Ausspielen der jungen Generation gegen die alte Generation. Was du gerade auch gesagt hast, du bist wütend auf
die hier Anwesenden sozusagen. Und also ich frage mich, woher das kommt sozusagen und ob dahinter nicht vor allem die weiter aufrechterhaltende Erzählung der Eigenverantwortung steht. Du hast gerade schon was zu diesem Verzichten, der Notwendigkeit des Verzichts gesagt, aber müsste man nicht noch viel mehr stärken, dass wir in einer Welt des, also insgesamt des Überfluss leben, also dass es einfach möglich ist, die gesamte Welt zu ernähren und gut zu ernähren und dass das ein Problem ist, dass ja Essen weggeschmissen wird, dass, weil einige wenige sozusagen dem Profit vor allem zusprechen oder das wichtig finden und das gegen alle anderen durchsetzen. Also müsste man nicht noch viel mehr zu Kooperationen gegen diese Eigenverantwortung kommen? Und ja, wie machen wir das? Das ist eine große Frage, die ich mich nicht ganz traue zu beantworten, gerade als 16-Jährige. Das ist, glaube ich, auch wiederum eine der großen Fragen, die auf uns zukommen werden, die ich jetzt auch hier in dem Rahmen, der vielleicht diesen Rahmen auch sprengen würde. Natürlich haben wir alle eine Eigenverantwortung und der müssen wir uns auch stellen. Und ich glaube, der stellen wir uns auch alle ganz gut, vor allem die Menschen, die jetzt sich auch gerade hier versammeln und reflektieren und nachdenken und sich überlegen, wie sie das alles denn lösen können. Ich möchte nicht, da habt ihr mich vielleicht falsch verstanden, ich bin nicht wütend auf euch. Das war vielleicht ein kleines Missverständnis. Ich freue mich. Verzeih? Oh, ich hätte auf jeden Fall das Recht, auf viele wütend zu sein, aber ich weiß nicht, ob die Menschen, die in diesem Raum versammelt sind, dafür das beste Publikum sind. Okay. Letzte Frage und dann machen wir weiter. Genau. Ja, mein Name ist Walter Dantruet. Ich bin Pax Christi-Mitglied, auch im Versöhnungsbund tätig und komme aus dem Saarland. Also für mich ist Krieg der größte Klimakiller. Abrüsten und Klimaschutz, Frieden und Zukunftsfähigkeit gehören zusammen. Nämlich der Zukunftsfähigkeit unseres Planeten hängt auch mit der Frage von Krieg und Frieden zusammen. Die Zerstörung der Umwelt und auch die Ausbeutung etlicher Ressourcen unseres Planeten gefährden den Frieden. Krieg werden für den Zugang und diese Ressourcen und den klimaschädlichen Lebensstil der reichen Länder ja geführt. Ein Beispiel auch dafür, was mir immer zu kurz kommt, ist für unnötige Umweltbelastung. Und das kommt auch nicht vor, was das alles für Schäden verursacht. Bei uns, wir sind in der sogenannten Tralautern, leben wir, das ist, wo die Düsenjets immer üben, die kommen von Büschel, von Spangdalen und überall. Die fliegen tagtäglich mit ihren Kampfjets im Saarland und Antrieb, habe ich ja schon gesagt, die üben mindestens 5 bis 6 Stunden. Diese Kampfjetsflüge, jetzt mal umgerechnet, 2 Stunden und 37 Minuten lang erfasst worden. Und diese Zeit summiert sich über alle Maschinen, 22 Flugstunden und 27 Flugminuten sind angefallen, in denen ca. 134.700 Liter militärischer Treibstoff, JP8, anfallen. Also die Frage ist praktisch, ob man nicht viel stärker auf Rüstung gucken müsste beim was Thema das, Klimaschutz. Habt ihr das auch? Und das sind dann umgesetzt, das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.245.000 Kilometern mit dem Auto. Ja. Dann frage ich mich immer, wir versuchen zu sparen. Und wie können wir das verhindern? Ja, wir sprechen ja vom Krieg in dem Moment. Und dann ärgere ich mich total, ne, dass wir sparen und die blasen das praktisch in die Luft, ne, mit unseren Steuergeldern. Okay. Danke für die Frage. Ja. Emily, gerne. Der Rüstungssektor ist natürlich eine große Thematik und ein großer Schlucker. Das ist natürlich, nicht alle Thematiken haben im Moment die Öffentlichkeit, die sie verdienen. Und ich finde es tatsächlich auch sehr, sehr faszinierend, worauf sich die Menschen fokussieren. Und das ist natürlich ein sehr, sehr unbequemes Thema, gerade weil wir in Deutschland ja abhängig davon sind. Wir sind ein großes Rüstungsindustrieland. Und das ist auf jeden Fall eine Thematik, der wir uns stellen müssen und die, glaube ich, auch sehr unbequem zu lösen ist, was es natürlich noch unbequemer zum Ansprechen macht. Ich habe in dem Moment jetzt gerade nicht die nötige Expertise, um die Antwort ausreichend zu beantworten, außer zu sagen, dass ich sie absolut höre und dass ich denke, dass das
eine große Frage auch wieder ist. Also viele große Fragen an diesem Abend und danke Ihnen. Aber mit der Frage und auch mit dieser Antwort eine bessere Überleitung hätten wir nicht bekommen können zum nächsten Vortrag, denn wir haben eine Frau hier, die sich genau mit diesem Thema heute beschäftigen wird. Aufrüsten bedeutet aufheizen und zwar nicht nur von Konflikten, sondern eben auch unserer Erdatmosphäre. Rüstungsproduktion ist nicht nur schlecht für den Frieden, sondern auch schlecht fürs Klima. Und wie schlecht und warum sich Frieden und Klimaschutz eben bedingen, hören wir jetzt von Angelika Clausen.